begrüße euch alle recht herzlich zur 11. Rock gegen Krebs Party. Ist das nicht der Hammer? Als wir 2005 mit dieser Aktivität begonnen haben, hätten wir niemals gedacht, dass es so lange gehen würde und dass wir immer so ein tolles Haus haben. Und dafür an euch schon mal herzlichen Dank, dass ihr uns so viele Jahre, insgesamt 11 Jahre, jetzt hier treu gehalten habt. Und wir haben für euch heute Abend wieder ein gutes Programm zusammengestellt und ihr könnt richtig abrocken. Ihr müsst aber all eure Energie zusammennehmen, nicht dass wir, oder wie im letzten Jahr, nach dem dritten Act schon an hier nach Hause gehen. Das geht heute nicht. Weil zum Schluss kommt nochmal eure Lieblingsband, nämlich Hudelomsch. Und da wird nochmal richtig abgerockt. Seid ihr gut drauf? Das hört sich an, als wenn jeder von euch 20 Schlaftabletten genommen hat. Seid ihr wirklich gut drauf? Das ist schön. Dann können wir gleich beginnen und ich übergebe jetzt mal an den Herrn Dr. Kohlhofer von der Deutschen Krebshilfe, der extra zu uns aus Bonn angereist ist. Ja, vielen Dank, Herr Lauge. Die Deutsche Krebshilfe gibt es schon ein bisschen länger als Rock gegen Krebs. Wurde gegründet im September 1974 von Wilhelm Schneel, das wissen Sie vielleicht, kennen Sie vielleicht noch aus dem Fernsehen von früher. Wilhelm Schneel ist ein großes Anliegen Krebs, die Bekämpfung von Krebs, nicht als Anliegen von Wissenschaft und Medizin zu sehen, sondern als gesamtgesellschaftliche Angelegenheit. Das heißt, dass jeder einen Beitrag zu leisten, dazu leistet, Krebskranken zu helfen. Und Sie tun das mit dieser Veranstaltungsreihe, der Konzertreihe Rock gegen Krebs. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie heute hier sind und den Kauf der Karten, die Deutsche Krebshilfe unterstützen. Das ist für uns wichtig, weil wir alle Aktivitäten, die wir machen, Forschungsprojekte fördern, Krebspatienten informieren, in Not geratenen finanziell zu unterstützen, ausschließlich aus Spenden und vor allem diese Meldungen der Bevölkerung machen können. Mein besonderer Dank gilt an Herrn Büker und Herrn Laduga und allen Mitstreitern und Mithelfern, die diesen Abend und auch die vergangenen Konzerte möglich gemacht haben. Und Herr Büker hat, glaube ich, mir gerade das größte Lob mitgeteilt, was er einem Team ausstellen kann. Er sagt, heute Abend müsste sich eigentlich um damit kümmern, es läuft alles wie am Sprecher. Vielen Dank nochmal von Seiten der Krebshilfe, dass wir das denken, dass wir uns unterstützen und viel Spaß. Und ja, bewegen Sie sich viel, das ist gut, wir wollen auch Krebs vor. Und insofern können Sie jetzt weiter mit dem Krebsland helfen und selbst vorbeugen. Vielen Dank, viel Spaß. Schönen Dank, Herr Dr. Kohlhofer. Ihr habt gerade gehört, wie wichtig diese Hilfe ist für die Deutsche Krebshilfe. Und wir haben ja bisher schon über 130.000 Euro gespendet. Aber das kommt natürlich durch euch, durch unsere Zuschauer, durch unsere Sponsoren, durch Spenden. Und dafür möchte ich mich hier an dieser Stelle nochmal bei allen recht herzlich bedanken. Und bedanken möchte ich mich auch bei den freiwilligen Helfern. Wir haben heute Abend wieder über 70 freiwillige Helfer, die euch hier mit Speisen und Getränken versorgen. Und ich glaube, das ist auch mal ein Applaus wert. So, als nächstes möchte ich jetzt an den Mann übergeben, den muss ich normalerweise gar nicht mehr vorstellen, weil der Volksmund sagt, er ist bekannt wie ein bunter Hund. Und der ermöglicht uns es auch überhaupt, dass wir hier diesen Event hier in dieser Halle nach oder voll bringen können. Und ich übergebe an den Bürgermeister der Stadt Rönninghausen, Dirk Becker. Ja, vielen Dank, lieber Gerd. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde von Rock gegen Krebs, zum 11. Mal heute dürfen wir hier dieses besondere Ereignis feiern. Das ist, wir haben das eben gehört, ein wichtiger Beitrag, um zu helfen. Und all dies hier schaffen Helferinnen und Helfer in ihrer Freizeit. Und Gerd hat eben schon mal einige gedankt. Ich will ganz besonders aber auch nochmal dem Verein Rock gegen Krebs danken, die es wirklich immer wieder schaffen, hier in Oerlinghausen
reagiert. Herzlichen Dank. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben gute 6 Minuten geredet. Das sollte auch reichen. Begrüßen möchte ich noch herzlich heute Abend die Presse, die uns immer in den ganzen Jahren super begleitet hat. Und an euch auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Und jetzt übergebe ich an den Mann, liebe Leute, der Trail-Rock den Krebs erfunden hat und den ihr alle kennt. Sein Name, sein Spitzname ist... Genau, Hase Klaus Güter. Hallo, Leute. 11 Jahre Rock gegen Krebs. Das heißt 11 Jahre ausverkauftes Haus. Das heißt 11 Jahre ein ganz tolles Publikum. Das heißt 11 Jahre Weltklasse-Top-Bands auf dieser Bühne. Das heißt auch 11 Jahre ein super ehrenamtliches Team, was wirklich seinesgleichen sucht. Und dafür bedanke ich mich bei allen.